So, wir starten mal mit dem Zuschnitt und was man zum Produzieren braucht. Wir gehen mal einfach davon aus, das, was jeder zu Hause hat. Irgendwelche alte Bettlage, eventuell Geschirrtücher. Da habe ich eine alte Wachstischdecke genommen. Guckt mal, was ihr normalerweise wegschmeißen würdet, wenn ihr es oft zum Kochen benötigt oder zum Kochen. Kochwäsche, so muss ich sagen. Wenn es in Kochwäsche gehen soll, dann würde ich auf alte Bettwäsche gehen. Oder auf Geschirrhandtücher. So, das ist jetzt zum Beispiel so ein gewachstes Material, ganz leicht gewachst. Finde ich jetzt persönlich ganz gut. Das wäre der Schnitt, den findet ihr separat in einem Anhang. Bloß damit ihr die Größenverhältnisse mal seht, wie viel man hier dazu braucht. Dann braucht man ein Stück Stoff, das doppelt gelegt ist, und für Bänder. Wir brauchen vier Bänder, da zwei und da zwei. An denen, die ich für mich gemacht habe, habe ich Gummi reingemacht. Die werden dann aufgesetzt und der Gummi wird hinten in der richtigen Länge fixiert. So, als erstes dann, wenn ihr den Schnitt habt, ausschneiden, auflegen. Und mit dem Bleistift oder mit dem Buntstift, was ihr so zur Hand habt, drumherum malen, dass ihr die Außenkante habt. Wenn das passiert ist, ausschneiden. Einfach ausschneiden. Die rechte Seite, also die gute Seite, die sichtbare Seite, liegt jetzt innen aufeinander. Für die das zu kompliziert ist, gibt es auch noch was ganz Einfaches. Nehmt einfach ein Stück Stoff, das lang genug ist, guckt mal, das lang genug ist, dass es nachher bis zu den Ohren geht. Nehmt irgendwas, was sich zieht, ein Sweatshirt-Stoff, nehmt den doppelt und schneidet nur an der Seite Schlitze ein, dass es an die Ohren einhängen könnt. Reicht auch schon, geht völlig, kann man alles auch ohne Nähmaschine machen. Nur zwei Stück aufeinander, so breit, und von den Ohren, macht es nicht zu lang, müsst ihr da vielleicht auch immer alles verschneiden, funktioniert auch, geht völlig. So, dann Bänder, habt ihr bestimmt auch irgendwas daheim, ob es ein Gummi ist, ob es ein Schrägband ist, irgendein altes Band, Schnürsenkel gehen zum Beispiel, es hat jeder die Zutaten dazu daheim. So, das war's mal vom Zuschnitt. So, jetzt geht's los mit dem Nähen. Ich habe einmal, weil ich gar nicht mehr so viel habe, ist ja egal. Ihr braucht 4x50 cm ungefähr, damit man hinter auch eine Schlaufe oder ja, Schlaufe machen kann. 4x50 cm. Also habe ich zwei solche, könnte da Schnürsenkel sein. Schrägband haben auch viel. So, das brauchen wir dann bloß noch zusammen nähen. Ich habe mit Absicht zweierlei Farben genommen. Oben habe ich grün und unten blau, sieht man jetzt nicht so gut. Aber an denen fertig genähte, da habe ich innen hell, außen blau, damit ihr seht, was war denn außen. Weil ihr möchtet ja nicht einmal außen anziehen und einmal innen anziehen. Deswegen nehmt ruhig zweierlei Farbe. Das gibt keinen Schönheitswettbewerb. Auch hier. Dass man einfach sieht, ich habe die Seite ausgekettet. Ja? So, jetzt nehmen wir uns das andere Band. Natürlich da damit einen Schönheitswettbewerb gewinnen, aber müssen wir glaube ich nicht. So, in der Mitte zusammenlegen, auseinanderschneiden. Was ihr noch machen könnt, wenn ihr es öfters wascht, macht einen Knoten am Ende rein. Ist aber auch nicht notwendig. So, dann kommen wir zur eigentlichen Maske.
Ihr habt die rechts auf rechts gelegt, das heißt, die schönere Seite sind innen aufeinander. So, damit es nicht ein riesiger Knuddel gibt, nehmen wir oben erstmal ein Stückchen los. Vorteil, Schnellnäher muss ich nicht abschneiden, aber ihr kennt eure Nähmaschine. So, dann bleibt es nämlich so zusammen. Klappt es auseinander und lege das jetzt so aufeinander. Der Abnäher. Guckt, ihr näht das jetzt quasi auf Null. Könnt ihr dann ausnähen. Dann ist der untere auch schon da. Abschneiden. Und da einfach auch noch mehr. Das ist die eine Seite. Und jetzt kommt die andere Seite. Immer, dass die rechte Seite innen ist. Zweite Seite. Das ist nicht schlimm und ist auch nicht aufwendig und geht wirklich zack, zack. So, da wir das ja schon fixiert haben, geht es ganz schnell weiter. Wenn jetzt quasi die Nase schon eingenäht. So, jetzt nehmen wir da einfach nochmal weiter. Da wo die untere Naht ist, legen wir die obere drauf, aber das stimmt, wenn ihr das schön genäht habt. An der Ecke einen Querstich machen, damit man es schön umdrehen kann. So, jetzt kann man auf der einen Seite schon die Bänder einlegen. So, einlegen. Die würde ich jetzt richtig gut festnähen. Das nächste Band. So. Hau das richtig fest herum. So. Jetzt liege die innen. Wenn ihr jetzt hier 6-7 cm offen habt, könnt ihr verriegeln und gut. Damit sich das gut rumdreht, in die Rundungen einschneiden. Ihr seht es jetzt in Live-Geschwindigkeit, dass das wirklich ruckzuck geht. Ihr müsst keine Experte sein. So. In die Rundungen müsst ihr einschneiden, sonst geht es nicht. Keine Ecke zurückschneiden, nichts. Jetzt habt ihr die zwei Bändel und wenn ihr an denen zieht, dreht sich das Ding schon von der Leuer rum. So, mit dem Daumen ein, an der Naht entlang fassen, unter an der Rundung entlang fassen. Telefon wie im wahren Leben. Das muss ich schön ausstellen. So, wenn ihr da außen zieht, hebt es. Guckt mal, fahrt so mit den Fingern entlang. So, und jetzt kann man schon die Nase raus. Sehen wir, schon fast fertig. So, jetzt klappt man das so an der Seite ein bisschen ein. So. Muss ich auch eine Nadel ein bisschen dazu nehmen. So. Aufeinanderlegen. Und jetzt machen wir die anderen Bänder noch neu. Einmal oben. Wieder verriegeln, damit es nicht rausrutscht. Und einmal unten. Das ist auch nicht schlimm, wenn das ein bisschen unterschiedlich ist. Sieht kein Mensch. So,
So regle es gut, damit das schön binden können. So, wer jetzt möchte, kann noch ein bisschen drauf bügeln. Ansonsten ist das Ding, ich tue wieder die Brille runter. Ansonsten ist das jetzt schon gebrauchsfertig. Hinten zuschnüren und fertig.